Ja, guten Abend, liebe Freunde. Ich begrüße alle ganz herzlich im Namen der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, allerdings auch im Namen der deutsch-israelischen Gesellschaft und die christlich-jüdische Gesellschaft in Düsseldorf. Ich freue mich, dass wir heute als Gast, als Redner Ariel Sharus Shalikar begrüßen können. Ich vermute zwar, dass die meisten da keine große Einführung brauchen, aber ich würde es trotzdem kurz anreißen. Er ist Sprecher der israelischen Armee. Seine Wurzeln sind im Iran. Seine Eltern sind nach Deutschland ausgewandert und er ist in Berlin aufgewachsen. Darüber hat er auch Bücher geschrieben und es gibt sogar einen Film drüber. Und in den letzten Wochen sehen wir ihn und hören ihn häufiger über die sozialen Medien, da nach dem schrecklichen Angriff auf Israel am 7. Oktober er sicherlich hier in Deutschland einer der verlässlichsten und authentischsten Berichterstatter geworden ist. Und das ist gut so, weil ich finde persönlich, dass er wirklich mit Fakten sehr klar und deutlich die Situation darlegt und dagegen ankämpft, was sozusagen die sozialen Medien und die Propaganda der Hamas teilweise bewirken. Ich hatte auch die Ehre, ihn auf dem Gemeindetag, welches vergangenes Wochenende von Donnerstag beginnend in Berlin stattfand, zu hören. Und ich kann nur sagen, das war die beste Ansprache. Ich glaube, dass jeder, der dort im Saal war, davon auch überzeugt war. Und ich denke, heute werden wir auch davon profitieren, von dem, was er uns erzählt, von seinem Wissen und von vielen Fakten, die teilweise eben über die herkömmlichen Medien leider nicht an uns herankommen. Man kann natürlich auch Fragen stellen. Das sollte man aber bitteschön entsprechend dann unter dem Chat und nach dem Vortrag von Haye wird dann sehr bereichert dann das ein bisschen moderieren und die Fragen eben stellen und da wird entsprechend die Möglichkeit da sein, eben Antworten drauf zu bekommen. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, dass es ein spannender Abend wird. Davon gehe ich aber sehr, sehr stark aus und ja, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Erle, dass er sich die Zeit nimmt für uns und übergebe ihm das Mikrofon. Bitte schön. Super, sehr gerne. Erev Tov, Shalom aus Israel. Guten Abend an alle. Ich sehe jetzt gerade nur dich und mich, aber ich nehme an, wir sind nicht alleine. Und freue mich, bei euch zu sein. Düsseldorf ist mir eine Stadt, die ich mag, wo ich auch schon öfter war, auch in der jüdischen Gemeinde, auch in Zusammenarbeit sowohl mit der Gemeinde als auch mit der christlichen Community. Das hat immer sehr gut geklappt und auch auf dem Gemeindetag waren viele Düsseldorfer tatsächlich vor Ort und immer sehr nett und sehr zuvorkommend. Also fühle ich mich heute hier wirklich, es ist eine Art Home Run. Ja, also irgendwo habe ich wahrscheinlich ein Stück weit auch einen Düsseldorfer in mir. Aus Erfahrung der letzten 2,5 Monate würde ich heute das Folgende anbieten, dass ich wirklich einen kurzen Impuls gebe zur Situation allgemein, wo wir heute stehen. Wobei viele von euch natürlich die Realität hier, nehme ich an, verfolgen. Der ein oder andere ist bei mir auf Social Media oder meinem Podcast unterwegs und hört und kennt natürlich die Lage hier. Viele von euch können vielleicht auch Hebräisch und also will ich niemanden langweilen, sondern ich würde vorschlagen, dass nach einem kurzen Impuls tatsächlich wir in Frage, Antwort und Gespräch öffnen, weil aus Erfahrung der letzten 2,5 Monate weiß ich, dass in jedem Gespräch sehr viele mitreden möchten und sehr viele sehr viel auf dem Herzen haben. Und so nehme ich an, ist das auch bei euch der Fall. Heute ist der 74. Tag. 74 Tage befinden wir uns im Krieg.
Das ist die längste Zeit, seit wir uns überhaupt vorstellen können. Zumindest seit meiner Geburt, wenn ihr so wollt. Wobei es auch immer relativ, was man mit Krieg versteht, ne? Also gab es Situationen, wo man hier zum Beispiel Intifada hatte, das natürlich dann auch angedauert hat, was ja auch eine Art Kriegssituation ist. Und auch die Situation mit der Hamas, dem islamischen Dschihad, aber auch die Hisbollah im Norden und sowieso Judawe Schomron beziehungsweise Westbank. Das sind ja Situationen, wo wir eigentlich jederzeit im Einsatz sind. Also es ist ja nie wirklich ruhig. Es ist immer irgendwo Einsatz, es ist immer irgendwo Konflikt. Und es vergeht auch nicht wirklich ein Tag, kann man sagen, ohne dass es irgendwelche Sicherheitszwischenfälle gibt. Das ist Israel, das ist die Region des Nahen Ostens, das kennen wir alle von uns. Es gibt niemanden, den das überrascht. Was uns jedoch überrascht hat, ist, was am 7. Oktober passiert ist, weil das etwas anderes war als das, was wir bis jetzt kannten. Und das sind zwei Dinge, wo wir überrascht wurden. Das eine ist natürlich diese groß angelegte, von langer Hand geplante, es war keine Nacht- und Nebelaktion, sondern von langer Hand geplanten Militäroperation dieser Terrororganisation Hamas in Zusammenarbeit mit dem Islamischen Dschihad, wo sie tatsächlich sehr breit aufgestellt, sehr qualitativ und quantitativ über die Grenze gekommen sind auf den verschiedensten Wegen und Dutzende Ortschaften eingenommen haben, ganze Straßenzüge eingenommen haben, ein Musikfestival übernommen haben, Kibbuze übernommen haben. Und das natürlich viele Stunden. Teilweise fand der Kampf auf israelischer Seite Tage statt. Und das ist natürlich eine Situation, die wir so nicht kannten, seit dem Yom Kippur-Krieg, wenn ihr so wollt. Und dazu kommt natürlich, das ist die eine Unterschätzung, dass wir ihre Militäroffensive so nicht kommen sehen haben, ihre Fähigkeiten. Und das Zweite, was wir nicht sehen haben, kommen, ist ihre Brutalität. Ihre Brutalität, wie sie mit Frauen, wie sie mit Alten, wie sie mit Behinderten, wie sie mit Kindern, wie sie mit Babys, wie sie abgeschlachtet haben, zerstückelt haben, verbrannt haben, in die Luft gesprengt haben und misshandelt haben. Das haben wir so nicht kommen sehen. Und das sitzt natürlich sehr, sehr tief. Das sitzt sehr tief. Gerade bei uns, beim jüdischen Volk, sitzt das enorm tief, weil bestimmte Bilder erinnern uns tatsächlich an den Holocaust. Ich möchte den Holocaust unter keinen Umständen relativieren mit dem 7. Oktober. Es ist ein ganz anderes Ausmaß, die Shoah. Jedoch fand eine Art Mini-Shoah statt, einen Mini-Ort mit einer relativ überschaubaren Situation, 1200 ermordete Menschen an einem Tag, wo aber die Szenerie, die Situation, dass Menschen in ihren eigenen Häusern verbrannt wurden, in die Luft gesprengt wurden, man danach nach Knochenstücken und nach Blutresten irgendwo an Wänden kratzen musste oder in Trümmern nach Knochenstücken suchen musste, um überhaupt festzustellen, ob diese Menschen noch am Leben sind, weil sie entführt wurden, oder ob sie dort tatsächlich komplett in Ministücke explodiert sind und man somit einen Monat später teilweise erst festgestellt hat, was die Situation mit manchen Menschen ist, ob sie in den Händen der Terroristen sind oder von uns gegangen sind am 7. Oktober. Und das sind Situationen, die wir so nicht kannten. Und das ist deshalb natürlich das gesamte Land hier geeint und versucht alles, was wir machen können, um in dieser Situation im Gazastreifen das Richtige zu machen. Das einzige Richtige, was wir jetzt machen können, ist natürlich einerseits, dass wir die Hamas dieses Mal nicht pinzettenartig ein Stück weit zurückdrängen bis zum nächsten Mal, sondern diesmal die Hamas schlagen. So schlagen, dass sie nach diesem Konflikt, nach diesem Krieg nicht mehr den Gazastreifen regieren wird. Andererseits natürlich immer noch 129 Geiseln aus Israel entführt am 7. Oktober, nach wie vor in den Händen der Terroristen. Unter diesen 129 auch 17 Frauen und Kinder, die wir natürlich unter allen Umständen zurückhaben wollen. Komme, was komme, über welchen Kanal auch immer, wollen wir diese 129 Menschen befreien. Und da sind wir, glaube ich, als jüdisches Volk und als Israel aus der Geschichte sind wir natürlich ganz anders aufgestellt als viele andere Nationen auf dieser Welt, weil unsere Leidensgeschichte uns genau dahin gebracht hat, dass wir alle für einen und einer für alle tatsächlich umsetzen in die Tat. Ich kenne keinen anderen Staat, keine andere Nation, wenn ihr so wollt, kein anderes Volk, keine Religion, die so in einer Situation alles daran setzen würde, die eigenen Leute
zu befreien, komme was komme. Und wir verlieren Soldaten. Wir verlieren jeden Tag Soldaten. Und diese Soldaten, das sind nicht irgendwelche fremden Legionäre, das sind nicht irgendwelche Berufssoldaten, die man nicht kennt, weil das Land so riesig ist und man überhaupt keine Berührungspunkte haben, sondern das sind alles unsere Familienangehörige und Freunde. Das sind Reservisten, so wie ich, so wie viele, die jetzt gerufen wurden am 7. Oktober, um hier diese Situation mit zu regeln in diesem Einsatz, in diesem Konflikt für alle, die irgendwo befreundet und verwandt sind mit diesen Menschen, die am 7. Oktober entweder ermordet wurden, verwundet wurden, evakuiert wurden oder entführt wurden. Und das alles auf eine Weise, und das haben wir in den Videomaterialien gesehen, wo die Terroristen gelacht haben, sie haben gegrinst, sie haben geprahlt und sie haben verspottet. Und das ist eine wirklich traurige Situation, wo im Endeffekt, wenn diese Sache sich auch dann irgendwann mal legen sollte, und es wird sich irgendwann legen, mit der Hoffnung, dass alle Geiseln dann wirklich frei sein werden, lebendig, gesund, Vertrauen aufbauen nach dieser Situation wird um einiges schwieriger sein als vor dem 7. Oktober. Und somit dieser Konflikt mit den Palästinensern noch lange nicht vorbei ist, noch lange nicht vorbei ist. Und wir reden jetzt in dieser Situation in erster Linie über den Gazastreifen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass im Westjordanland, in Judäa Schomron, in Judäa und Samaria, dass dort natürlich auch die Hamas und der Islamische Dschihad alles daran setzen, das Feld zu übernehmen, das Gebiet zu übernehmen von Mahmoud Abbas. Und wenn die israelische Armee auch nur einen Zentimeter zurückgehen sollte, auch nur einen Tag nicht operieren sollte, nächtlich insbesondere, aber auch am Tag im Antiterrorkampf gegen diese Terroristen in Zusammenarbeit und Koordinierung teilweise mit den palästinensischen Sicherheitsbehörden, dann würde die Hamas und der Islamische Dschihad dort dieses Gebiet früher oder später übernehmen. Und Mahmoud Abbas wäre der Erste, der aus dem 11. Stock geschleudert werden würde von anderen Palästinensern. Und das haben wir im Gazastreifen 2006 gesehen. Also eigentlich, es steht schon an der Wand. Nichts ist hier irgendwo überraschend. Man weiß ungefähr, wohin die Reise führt oder führen könnte oder eventuell führen wird. Und da müssen wir natürlich das Auge auch aufs Westjordanland haben. Andererseits natürlich gucken wir, obwohl wir in Gaza natürlich kämpfen, gucken wir insbesondere Richtung Libanon, wie ihr wisst. Und wir gucken nach Libanon, weil die Hisbollah dort um einiges stärker aufgestellt ist. Und wir natürlich dort schauen müssen, einerseits, wie wir natürlich dieses Tit-for-Tat, dieses Ping-Pong, was wir haben mit der Hisbollah, dass wir das managen, solange wir in erster Linie im Einsatz in Gaza sind. Aber wir diese Situation natürlich nicht auf Ewigkeiten dulden können, dass Hisbollah seit dem 7. Oktober täglich Israel beschießt, täglich versucht zu infiltrieren, täglich Flugobjekte rüberschießt, täglich uns bedroht. Und ungefähr zwischen 80.000 und 100.000 Israelis aus der Nordgrenze Israels evakuiert wurden oder sich selbst evakuiert haben, nicht mehr in der eigenen Wohnung wohnen. Ja? Genauso wie im Süden Israels. Menschen, die im eigenen Land Flüchtlinge sind. Israelis, die in Israel Flüchtlinge sind. Das kannten wir so natürlich auch nicht. Das hätten wir uns so nicht vorstellen können. Doch das ist jetzt die Situation. Und nach wie vor ist auch eine Situation, dass mehr als die Hälfte aller Israelis derzeit jeden Tag vorsichtig sein müssen, dass sie immer irgendwo in der Nähe von einem Bunkerzimmer sind. Ja, also dass sie bei Sirenenalarm sich schnell in Schutz bringen können, weil ungefähr die Hälfte aller Israelis entweder um den Gazastreifen herum bis nach Tel Aviv oder Haifa, Kinneret nach Norden lebt. Und das sind natürlich die Hauptgebiete, wo die Terroristen aus Süd-Nord angreifen. Wobei natürlich hin und wieder auch aus Syrien mal was kommt oder sogar, wie ihr wisst, aus dem Jemen. Und das sind Situationen, die natürlich, wenn wir den Zoom-out machen würden, und ich habe versprochen, ich will kurz sein, da kann man hier stundenlang über die Region diskutieren und den Einfluss des Irans und weitere Terrormilizen, die in den Startlöchern jetzt schon stehen, die jetzt noch nicht im Einsatz sind, wo die Iraner natürlich auch hochfahren können, wenn sie wollen würden. Je nachdem, was ihr Szenario ist, ihr Endgame, wohin diese Reise aus Sicht der Iraner führen soll und wohin die Reise auch aus Sicht der Hisbollah führen könnte oder soll. Und was will eigentlich die Hamas? Was will die Hamas? Das sind alles Situationen, die wir natürlich vor Augen haben und in dieser Realität, in dieser neuen Realität, wo die gesamte Region wirklich sich auch auf diesen Ort konzentriert, insbesondere Gaza, Israel guckt man weniger,
müssen wir gucken, dass wir es richtig machen, weil nach diesem Krieg müssen wir auch ein klares Zeichen setzen. Und dieses klare Zeichen ist ein Zeichen der Zivilisation, der Stärke der Demokratie, der Stärke gegen radikalen Islamismus, gegen Diktatur. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es genau das entgegengesetzte Zeichen setzen. Genau die andere Seite der Medaille stärken. Und zwar die Seite, die gegen Freiheit ist, gegen Demokratie ist, die für Misshandlung ist, für Entführung von Menschen, wo und wann sie wollen, gegen Emanzipation und Frauenrechte, gegen Meinungsfreiheit, gegen alles, was wir als Menschen westlicher Natur, sage ich jetzt mal, was wir gewöhnt sind. Ich bin nicht bereit, persönlich diese eigenen persönlichen Freiheiten aufs Spiel zu setzen, genauso wie ganz Israel das nicht ist. Und deswegen ist das auch irgendwo ein gemeinsamer Kampf des Westens, der freien Nationen. Und das sehen wir insbesondere mit Blick nach Jemen und die internationalen Gewässer dort am Bab el-Mandab, aber auch alles, was im Bereich Iran und über dem Iran hinweg natürlich Richtung Russland und vielleicht sogar nach Russland, da in einer Situation des erneuten Kalten Krieges auf andere Weise, wo natürlich wir diesen Rahmen noch weiter diskutieren könnten, wenn wir dann auch den Schwenker nach Ukraine machen, wo man natürlich dann auch noch das. Aber das würde zu viel werden. Aber damit ihr den Eindruck bekommt, dass im Endeffekt Gaza ist ein Mini-Szenario in einer Region und in einer Welt, wo viele andere parallele Szenarien aufeinander aufgebaut sind, mit denen sich sowohl Israel beschäftigt, als auch die Amerikaner, als auch sehr viele andere Staaten in der Region und auf der Welt. Ich denke, wir sollten direkt zum Gespräch öffnen, weil ich bin mir sicher, es gibt ja sehr viele, die gerne Fragen und Anmerkungen hinterlassen wollen. Danke. Ja, vielen Dank, Arje. Dann würde ich sagen, ich übergebe es an Sev Reichert und er wird im Prinzip dann mit den Fragen loslegen. Genau. So. Grüß dich, Aria. Hi, Sel. Hi. Genau, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Fragen. Kommen schon einige rein. Was können wir hier in Deutschland tun, um Israel zu unterstützen? Eine Frage, die sich nicht nur innerhalb der jüdischen Community, sondern auch darüber hinaus natürlich viele fragen. Ja, also erstmal, man kann sehr viel tun. Und das eine ist natürlich, dass man Solidarität zeigt, Flagge bekennt. Und das gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, wo man das machen kann. Das eine sind natürlich bei Solidaritätskundgebungen dabei sein, dort natürlich sich selber auch auf die Straße stellen, egal welches Wetter, egal wie man sich fühlt, dass man da tatsächlich auf die Straße geht. Das Zweite ist natürlich, dass man im Netz auch verstärkt Einsatz zeigt, weil natürlich in sozialen Medien auch Krieg geführt wird, wie viele von euch wissen, wo wir natürlich die Quantität dort oft bei den Antisemiten, die haben den Vorteil, das sind sehr viele. Und da muss man gegenhalten. Das ist sehr schwierig, das macht müde, das deprimiert, aber da brauchen wir Einsatz, weil auch viele Menschen auch wirklich gut sind und richtig sind und da sich hier und da mal ein Stück weit mehr einbringen sollten. Darüber hinaus natürlich, wenn bei Zeitungsartikeln oder bei Fernsehberichten im Netz irgendwie da verzerrt und verdreht berichtet wird, da gerne auch mal die Medien anschreiben mit der Bitte, das zu korrigieren oder da Druck machen, damit, weil die Medien tatsächlich einen großen Einfluss auch haben, natürlich ich sage jetzt mal, die Meinung des Volkes, der Menschen, der öffentlichen Meinung. Ja, und da ist auch jeder Einsatz natürlich gefordert. Und dann natürlich zu allerletzt ist natürlich als so Privatperson ist interessant. Ich habe in den letzten Wochen mehrere Gruppen von Deutschen in Israel getroffen, die trotz Krieg, trotz allem, trotz der Gefahren nach Israel gekommen sind. Und erst jetzt habe ich zwei Pastoren getroffen. Das kurz als Beispiel, einen aus Berlin und einen aus Frankfurt. Das habe ich heute auf Social Media gepostet. Zwei super nette Männer, der eine mit seinem Sohn, die nach Israel gekommen sind, um hier die Menschen zu unterstützen. Sie haben in ihren Communities Gelder gesammelt, sind hergekommen und kaufen hier für Soldaten Essen und kaufen irgendwas und bewegen sich von A nach B und sprechen den Menschen einfach nett zu und kriegen auch genauso eine Liebe zurück von den Israelis, weil sie sich freuen, dass es Menschen gibt, gerade aus Deutschland, aber die aus der Welt herkommen, auch in diesen Gefahrenzeiten und Solidarität vor Ort zeigen.
Das bewegt hier sehr viel. Und es gab auch eine Solidaritätsreise von einer Woche aus ganz Deutschland, die ich begleiten durfte hier, zumindest für 1, 2 Stunden, von Deutschen, die hergekommen sind, trotz Krieg und hier 8 Tage im Land, trotz Raketenbeschuss. Das kann man sich nicht ausdenken. Also wirklich auch Mut mitgebracht haben und gesagt haben, wenn die Israelis in so einer Situation sind und die Außenministerin hat doch gesagt, heute oder wir sind jetzt alle Israelis. Dann kommen wir nach Israel und wir sind dann jetzt Israelis und stehen zu den Israelis auch in diesen harten Zeiten. Die nächste Frage, wie wird Israel mit dem immer weiter zunehmenden Druck aus dem Ausland umgehen? Oder wie geht Israel damit um? Ja, der Druck aus dem Ausland kommt insbesondere natürlich von allen möglichen diktatorischen Staaten. Also wir müssen uns nichts vormachen. In der UN. Mehr als die Hälfte aller Staaten dort sind keine Demokratien, sind keine westlich gesinnten Gesellschaften. Da muss man sich nicht wundern, dass bei jeder Abstimmung Israel irgendwie da unter den Traktor geschleudert wird. Ja? Uns ist wichtig in erster Linie, dass wir mit den Amerikanern komplett offene Karten haben und dort genau einer Meinung sind. Und das sind wir. Und das ist richtig und das ist wichtig, weil die Amerikaner, das ist unser großer Partner natürlich. Und dann auch in Europa gibt es einige Staaten, mit denen wir sehr eng kooperieren, auch Deutschland, wobei Deutschland natürlich, viele von uns sind ein Stück weit irritiert über die Enthaltung in der UN und natürlich auch, dass Deutschland behauptet, dass finanzielle Unterstützung an die Palästinenser nicht teilweise oder gar nicht umgezweigt wird an die Terroristen. Ob man das wirklich sicherstellen kann oder nicht, ich habe es nicht ganz durchblicken können, aber ist ein Thema für sich, da muss man drüber diskutieren, das muss man ein Stück weit transparenter machen. Aber ansonsten ist natürlich auch Deutschland ein enger Partner und enger Verbündeter, vielleicht in Europa der allerengste Israels. Und das ist auch eine schöne Sache. Und darüber hinaus natürlich auch andere Länder in der Region, moderate arabische Staaten, die zumindest hinter geschlossenen Türen uns viel, viel Erfolg wünschen. Weil sie genauso wie wir von denselben Terrororganisationen und Staaten, insbesondere Iran, natürlich auch bedroht werden. Und deshalb, manchmal trügt der Anschein, man hat im Gefühl, Druck wächst, aber dieser Druck kommt oft von allen möglichen Diktaturen und antisemitischen Staaten oder Radikal-Islamisten oder Staaten, die nicht radikal-islamistisch sind, aber die so extrem anti-jüdisch unterwegs sind oder anti-israelisch unterwegs sind, wie Irland zum Beispiel oder Spanien oder Brüssel mittlerweile, beziehungsweise Belgien, Portugal. Das sind so Länder, die würden den jüdischen Staat auch unter den Traktor schmeißen, jederzeit. Und das ist wirklich bedauerlich, dass es das gibt. Wir sind uns dem bewusst natürlich. Jetzt gibt es hier eine Frage, relativ detailliert zum 7. Oktober. Warum hat es mehr als 12 Stunden gedauert, bis die Leute in den Kibbuzim befreit wurden? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, es ist eine Situation, zum einen natürlich, das habe ich vorhin schon in meinem Impuls erzählt, wir haben natürlich den Feind unterschätzt. Unterschätzt auch mit der militärischen Offensive der Fähigkeit, wie sie über die Grenze gekommen sind. Das sind ja Tausende gewesen. Tausende, teilweise bewaffnet, teilweise nicht bewaffnet. Die bewaffnet waren, die erste und zweite Welle der Nukba und der Hamas-Infanterie, haben natürlich genau gewusst, wohin sie wollen. Sie hatten teilweise sogar israelische Armeeuniformen an. Sie waren schwer bewaffnet, mit RPGs teilweise ausgerüstet und dann natürlich sehr viele. Und wenn du dann in so einer Situation an einem Samstagmorgen, an einem jüdischen Feiertag, an einem Ort, wo wir es nicht erwartet haben, wenn du da Dutzende und Hunderte von Terroristen mit RPGs, also Panzerabwehrfäuste, so, wenn du denen gegenüberstehst, kannst du als normale Truppe, sage ich jetzt mal, kannst du dagegen eigentlich kaum vorgehen, sondern du musst spezielle Einsatzkräfte an diesen Ort bringen. Und das dauert natürlich auch seine Zeit. Und vor allem muss man sich das so vorstellen, dass angenommen, man hat 5 Eliteeinheiten, die bereit sind auf Abruf, oder 10 Eliteeinheiten, oder wisst ihr was? 20 Eliteeinheiten, ja, die verschiedensten elitistischen Kommandoeinheiten. Dann hat man die gerufen. Aber wenn 30 Orte von den Terroristen besetzt gehalten werden, und in jedem dieser Orte befinden sich 100, 200, 300 Terroristen und natürlich unter diesen Terroristen auch palästinensischer Mob.
Da reichen 10, 20 elitistische Kommandoeinheiten nicht, um dieses gesamte Feld komplett in wenigen Stunden zu säubern von Terroristen. Und es ist einfach, hinterm Desktop zu sitzen oder Netflix anmachen, Popcorn essen und sich das vorzustellen. Ja, das müsste doch eigentlich tschicki-tschacki gehen. 1, 2 Stunden, ein paar Truppen hinschicken, Feld räumen, ist nicht. Das ist ja genau, wie wir überrollt und wie wir den Feind unterschätzt haben. Sie haben es breit angelegt. Sie haben nicht nur die Qualität richtig gemacht, sondern auch die Quantität der Waffen, mit denen sie rüberkamen. Sie sind in Dutzenden Ortschaften gewesen. Sie haben die Straßen teilweise besetzt, die Zufahrtsstraßen zu den Kibbuzim. Und natürlich, das müsst ihr auch in Kauf nehmen, die Helikopterpiloten, die gerufen wurden, um aus der Luft zu unterstützen. Da gibt es Videomaterial, wo die Helikopterpiloten, wo man sieht, dass sie aus der Luft nicht erkennen konnten, wer ist Freund, wer ist Feind. Man sieht von oben halt so Menschen rennen rechts, links und man weiß nicht, wer was ist. Und deswegen in den allermeisten Fällen die Piloten nicht geschossen haben. Und somit die Situation sich fortgesetzt hat, weil man musste auch in diesem Fall, so wie jetzt im Gazastreifen, mit Bodentruppen anrücken. Und das dauert und es hat gedauert. Und in dieser Zeit haben Menschen die schlimmsten Momente und Stunden ihres Lebens gehabt. Die es überlebt haben, werden das natürlich nicht vergessen. Und die anderen sind nicht mehr unter uns. Es ist ja ein erklärtes Ziel der israelischen Regierung und der Armee, die Geiseln frei zu bekommen. Kannst du etwas dazu erzählen? Hier stellt jemand eine Frage, ob es wieder einen Geiselaustausch in Zukunft oder in den nächsten Tagen geben wird. Der erste Rahmenbedingungsplan, wie wir es gerne nennen, weil nicht wirklich Deal, weil Deal ist immer so zwischen zwei Seiten, aber es war kein Deal zwischen Israel und der Hamas, sondern Katar und Ägypter und Amerikaner haben geguckt, wie kann man diese zwei sich bekämpfenden Parteien, wenn ihr so wollt, ohne dass sie miteinander Kontakt haben, wie kann man da etwas auf die Beine stellen? Und das hat funktioniert. 6, 7 Tage war Ruhe und es gab Geiseln für, wie ihr wisst, Feuerpause und palästinensische Terroristen und Gefangenenaustausch. Doch dann irgendwann hat die Hamas wahrscheinlich genug Zeit gehabt, um sich zu reorganisieren und die anderen verbliebenen Geiseln von A nach B und B nach C zu befördern, unterirdisch natürlich. Und das alles hat ihnen dann gereicht, um weiter dann im Kampf, den Kampf fortzusetzen. Der militärische Druck, davon gehen wir aus, hat es überhaupt dazu bringen lassen, dass es eine Feuerpause gab und Geiselaustausch, also Geisel für palästinensische Terroristen. Dasselbe kann in den nächsten Tagen wieder passieren. Das heißt, wir sind ja jetzt in den letzten, seit die Hamas die Feuerpause am 1. Dezember gebrochen hat, mittlerweile auch wieder knapp 3 Wochen im Krieg, also in der zweiten Phase, wenn ihr so wollt. Und in dieser zweiten Phase sind wir auch wirklich tief eingetreten in die Herzen der Terrorhochburgen. Und die Herzen sind unter anderem natürlich Jabalia, Sejaia, Rimal, Zeytun, Beit Hanun, Khan Yunis. Das sind alles Orte, wo wir vor der Feuerpause natürlich schon größtenteils waren, bis auf Khan Yunis. Aber es nicht bis in das Herz also nicht in die Altstadt gebracht haben. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, wie in Düsseldorf, ihr habt eine Altstadt in Düsseldorf und man müsste sich vorstellen, dass die Armee dann in den Außenbezirken und ein bisschen über den einen oder zweiten Korridor da zu einem bestimmten Ziel gelangt ist, wie zum Beispiel das Schieferkrankenhaus in Gaza City. Aber der Rest von Gaza City oder der Rest von Jabalia oder der Rest von Sejaia eigentlich nicht umkämpft war. Aber jetzt, in dieser jetzigen Phase, sind wir tatsächlich in die Altstädte reingegangen, also in die Gassen, in die schlimmsten Ecken dieser Terrororganisation, wo sie wirklich den Heimvorteil haben, den hundertprozentigen, deswegen natürlich auch israelische Soldaten, die leider in diesem Nahkampf getötet werden, jeden Tag. Doch die Hamas wird somit natürlich unter Druck gesetzt. Dieser militärische Druck in ihren verschiedensten Hochburgen, der wächst auf sie. Sie wissen, dass sie so im Endeffekt nur eine Frage der Zeit ist, bis sie nicht mehr operieren können. Auch jetzt haben wir sie schon getrennt. Die verschiedenen Bataillone können nicht miteinander kommunizieren.
Und wir zerstören und finden und zerstören immer mehr auch ihre Terrortunnel, wie vor kurzem dieser riesige Tunnel, den wir im Norden des Gazastreifens offengelegt haben, der nicht mehr im Einsatz ist für die Hamas. Deswegen gut möglich, dass in den nächsten Tagen tatsächlich es wieder zu einer Situation kommen wird, wo es sich beruhigen wird und wir hoffentlich wieder Geiseln sehen werden, die auf freien Fuß kommen werden. Die Hamas ist ja nicht nur eine Organisation, sondern auch eine Idee. Wie schafft man es, diese Idee zu zerstören? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese Idee zu zerstören? Ideen kann man nicht zerstören. Ideen kann man nicht zerstören. Genauso wie wir Nazi-Deutschland-Idee nicht zerstört haben, bis heute nicht. Oder die Idee von Al-Qaida oder Islamischer Staat nicht zerstört ist. So wird es die Idee der Hamas auch nicht oder Hisbollah oder wird man nicht zerstören können. Aber man kann sie so weit in die Knie zwingen, besonders natürlich die Terrorinfrastruktur kaputt machen und ihre Terrorführung eliminieren, dass die Hamas-Idee als eine gescheiterte Idee am Tag danach wahrgenommen wird. Und das in erster Linie natürlich, und das ist am allerwichtigsten, von den Palästinensern selbst und von der arabischen Welt selbst und von der muslimischen Welt selbst. Und wenn das der Fall ist, dass die Hamas im Endeffekt, wenn klar ist, dass sie im Endeffekt ihren eigenen Leuten, und mit eigenen Leuten meine ich nicht nur Palästinenser, sondern auch Muslime und Araber, dass sie schlecht waren für all diese verschiedenen Gruppen, dann könnte es sein, dass diese Idee der Hamas im Endeffekt in der Zukunft verlieren wird an Stärke. Aber ganz zerstören kann man Idee und Ideologie leider nicht. Ich glaube, eine Frage, die uns alle interessiert. Du warst ja am Wochenende in Berlin beim Gemeindetag, saßt mit der Außenministerin Baerbock und auch mit dem Kanzler zusammen. Hast du die Frau Baerbock auf ihre Enthaltung bei der UN angesprochen und was hat sie dir hinter verschlossener Tür vielleicht dazu gesagt? Also ich hab zwei Dinge sowohl mit Frau Baerbock als auch mit Herrn Scholz, mit dem Kanzler und mit der Außenministerin besprochen. Beide Themen habe ich auch bei meiner Ansprache erwähnt und das sehr, sehr klar und deutlich. Eine Thema ist UN-Abstimmung, zweite Thema ist finanzielle Unterstützung der Palästinenser. Und das sind die zwei Themen, die ich sowohl mit der Außenministerin als auch mit dem Bundeskanzler auch im intimen Rahmen besprochen habe. Mein Eindruck ist, dass wir nicht ganz einer Meinung sind, und das ist klar. Jedoch eventuell hoffentlich, sowohl mein Auftritt beim Gemeindetag als auch das intime Gespräch, nicht nur von mir, sondern auch andere, die natürlich mit diesen zwei wichtigen deutschen Politikern im Endeffekt im Kontakt sind, dass bei der nächsten UN-Abstimmung eventuell etwas anderes passieren wird und dass eventuell in Zukunft die finanzielle Unterstützung der Palästinenser nicht mehr einfach mal so unkontrolliert geschehen wird. Also einfach Hauptsache 100 Millionen Euro rüber überweisen und dann ist gut. Haken, Häkchen machen und nicht genau wissen, wo dieses Geld, wer der Endempfänger wirklich ist, ja. Und da muss ich sagen, und das habe ich auch der Außenministerin gesagt und auch dem Kanzler, im Endeffekt, alles, was in den Gazastreifen rein oder rausgeht, geht über die Hamas. Weil so funktioniert das in einer Diktatur. Das war doch so wie damals mit Nazi-Deutschland oder mit dem IS in Raqqa. Wie kann man Menschen in Raqqa helfen, ohne dass das über den IS geht? Oder in Nazi-Deutschland damals, wie hätte man Menschen von außen helfen können, ohne dass die Nationalsozialisten ihre Finger da im Spiel haben. Also da ist ein Stück weit Naivität dahinter, dass man irgendwo unterscheidet zwischen, ich weiß nicht aus welchen Gründen, ich hoffe, da sind keine bösen Absichten dahinter, aber wie kann man unterscheiden zwischen Hamas-Terrorführung und einfachen Menschen im Gazastreifen und man sich dann einbildet, dass man den einfachen Menschen helfen kann und ohne dass die eigene Führung, also die Hamas-Terroristen, da eventuell Teile des Geldes umleiten werden. Ist mir ein bisschen ein Rätsel und deshalb thematisiere ich es natürlich und genauso auch die UN-Abstimmung, wo ich natürlich ganz klar und deutlich sage, Deutschland muss hier mit entschiedener Härte und Klarheit sich wie die Amerikaner
hinter Israel stellen in dieser Situation, ohne Wenn und Aber, ohne Punkt und Komma. Und wenn Deutschland da sich enthält, dann ist das ein falsches Zeichen. Das ist meine Meinung, weil im Endeffekt das als Schwäche zählt und wahrgenommen wird, insbesondere in der Region des Nahen Ostens. Und gerade Deutschland natürlich da gebraucht wird als starker europäischer Staat, auch mit der deutsch-jüdischen Geschichte, der deutsch-israelischen Geschichte auch. Da brauchen wir Deutschland ganz fest an unserer Seite, ohne irgendwie zu zucken. Aber von Seiten der Außenministerin, so kommt es auf jeden Fall rüber. Ich denke, dass viele deutsche Beamte in diesem Außenministerium, dem Auswärtigen Amt und auch vielleicht der Außenministerin selbst, im Endeffekt sich einbilden, vielleicht haben sie da teilweise sogar recht, ich weiß es nicht, dass sie auf diese Weise alle Kanäle angeblich offen halten können. Und alle Kanäle heißt natürlich dann auch alle möglichen Kanäle zu bestimmten Staaten und bestimmten Organisationen, auch Terrororganisationen, die sie nicht verärgern wollen. Und da sage ich natürlich, ich will mit Antisemiten und mit Terroristen nicht verhandeln. Und so, dass genau diese Haltung würde ich mir auch von Deutschland wünschen. Und wenn es Staaten gibt oder Terrororganisationen, die, weil Deutschland sich klar und deutlich hinter Israel stellt in dieser Situation, wenn sie deshalb sagen, wir wollen jetzt mit Deutschland keinen Kontakt, dann soll Deutschland sagen, wunderbar, wir wollen sowieso keinen Kontakt mit euch. Und wir kommen aus einer Position der Stärke. Also ihr braucht uns mehr als wir euch. Und da ist Deutschland noch ein Stück weit meiner Meinung nach zu zappelig und ist sich seiner Stärke entweder nicht bewusst oder aufgrund der deutschen Vergangenheit zögert ein Stück weit seine Stärke international auch ein Stück weit selbstbewusster zum Vorschein zu bringen. Hast du denn in den Gesprächen das Gefühl gehabt, dass Deutschland, auch, also dass dem Kanzler und der Außenministerin klar wurde, dass Israel eben auch für die freie, demokratische, westliche Welt kämpft und eben nicht nur für Israel und für die Juden? Naja, das klingt immer so ein bisschen Propaganda, ne? Das ist so wie die Ukraine kämpft jetzt für die ganze Welt. Nein, die Ukraine kämpft für sich und Israel kämpft auch für sich jetzt gerade. Dass natürlich diese Terroristen, gegen die Israel kämpft, nicht nur Hamas alleine, sondern Hamas Hintermänner hat. Und diese Hintermänner in allen möglichen anderen Orten um uns herum und darüber hinaus sitzen. Und diese Hintermänner und Hinterstaaten auch im Endeffekt eine Gefahr sind für die westliche freie Demokratie und Gesellschaft. Das ist natürlich klar. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob viele Menschen den Zusammenhang oder beziehungsweise den Faden wahrnehmen. Weil es ist nun mal so, und das wisst ihr, solange man nicht selbst eine Gefahr am eigenen Leibe fühlt, prallt es im Endeffekt an einem ab. Man nimmt diese Gefahr, auch Ukraine, ich meine, die meisten Leute jetzt in Deutschland, das ist schon irgendwie alte, das interessiert doch kaum noch jemanden. Oder irgendwelche Jesiden oder Kurden oder Aseris oder Armenier, interessiert in der Regel niemand, wie es den Uiguren geht oder was die Taiwanesen durchmachen oder ob die Polen Ängste haben oder nicht Ängste haben wegen den Russen. Am Ende interessiert es kaum jemanden. In erster Linie sind Menschen engagiert, wenn sie eine Gefahr am eigenen Leibe fühlen. Und das haben wir in Deutschland gehabt beim russischen Einmarsch jetzt im Februar vor 2 Jahren knapp, wo Deutschland, die deutsche Gesellschaft für einen Monat ungefähr in Panik war. Weil man plötzlich ein Gefühl hatte, oh weia, was ist, wenn die Russen morgen dann noch ein Stück weitergehen? Und da war ein Monat Panik, das hat sich dann irgendwann beruhigt. Hier in unserem Fall Israel, Palästinenser und überhaupt die Region des Nahen Ostens, Hezbollah, Imam Hussein Brigaden, Hashd al-Shaabi, Zeynep Yunim, Fatim Yun, das sagt den Leuten doch nichts in Deutschland. Und man fühlt nicht wirklich, dass sie eine Gefahr für Deutsche sind. Es sei denn, es gibt Deutsche, die wahrnehmen, dass auf deutscher Straße auch Dinge passieren aufgrund des Konflikts im Nahen Osten, wo man plötzlich wahrnimmt, dass auf deutscher Straße Aggressionen und eine Brutalität an den Tag gebracht wird, die man so nicht sehen möchte. Wo man sich als Deutscher auch im öffentlichen Raum ein Stück weit bedroht fühlt von diesen Gestalten, die unter anderem Süßigkeiten verteilen, wenn Menschen ermordet werden. Oder irgendwelche Hörsäler einnehmen und dort irgendwelche
Gewaltsprüche von sich geben. Viele Deutsche mögen das nicht und finden das ein wenig, ja, unangenehm, diese ganzen Dinge, und machen dann so ein Stück weit hin und wieder, wird mir zumindest über die verschiedenen Kanäle immer wieder gesagt, dann macht man plötzlich 1 plus 1 und versteht, dass die Leute, denen wir hier gegenüberstehen, auf uns, in unserem Krieg hier in Israel, im Entfernten sind das ähnliche Gestalten, wie man auf deutscher Straße teilweise auch wahrnimmt, aber auf andere Weise. Aber irgendwo gibt es da eine gewisse Ähnlichkeit. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist der oder hat die israelische Regierung einen Plan, wie der Gazastreifen am Tag nach dem Krieg aussehen könnte? Ja, ich bin Militärsprecher und bin nicht damit befasst. Der Tag danach ist komplett nicht Militär. Ja, das ist wirklich Staat zu Staat und Staat zu Staat. Damit meine ich Israel, Ägypten, Ägypten, Amerika, Amerika, UN, Europa, moderate arabische Staaten. Da wird natürlich schon viel geredet. Natürlich auch wird viel diskutiert, was ist jetzt mit zum Beispiel Mahmoud Abbas und was ist welche Palästinenser könnten den Gazastreifen nach diesem Krieg regieren? Gibt es überhaupt einen Plan B, einen Plan C? Das ist das Gespräch. Mehr kann ich als Militärsprecher derzeit so nicht weiter ausführen. Doch klar ist, dass im Endeffekt Hamas, Islamischer Dschihad, werden nach diesem Krieg nicht den Gazastreifen anführen können. Jetzt gibt es eine Frage zum Operativen. Flutet die Armee die Tunnel bereits oder was ist da geplant? Können damit alle Tunnel geflutet werden? Also prinzipiell kann ich nicht auf operative Zukunftspläne eingehen, gar nicht. Und gilt abzuwarten, wie wir da in den verschiedenen Situationen. Und es ist auch nicht so, dass man an einem Ort A macht und am zweiten Ort auch A macht, sondern vielleicht macht man hier A, dort B und dort C, je nachdem, was die Umstände sind. Kommt aufs Terrain an, kommt auf die Stärke des Tunnels an. Also kommt auf urban oder nicht urban. Also es gibt da sehr viele natürlich Punkte, die ich jetzt hier nicht weiter groß ausführen will, aber wir lassen das einfach mal die Spezialisten so tun, wie es richtig ist, und hoffen, dass sehr viele Terrortunnel demnächst ausgeschaltet werden. Kannst du noch etwas zu den Evakuierungen der IDF im Gazastreifen sagen, wie die Zivilisten dort evakuiert werden? Ja, also im nördlichen Gazastreifen natürlich haben wir humanitäre Korridore, anfangs 2 Straßen, am Ende war es dann eine Straße, die Salah al-Din, wo aus dem Norden nach Süden Menschen wandern konnten in den Südteil des Gazastreifens, und im Südteil des Gazastreifens insbesondere an einen ganz bestimmten Ort, und der heißt Al-Muazi oder Al-Mawazi schreibt man es, liegt westlich von Khan Yunis, in der Nähe vom Mittelmeer halt. Es ist ein großer Ort, wo Menschen sich ansiedeln können und angesiedelt haben. Sehr viel aus dem Nordteil, wie gesagt. Und dort kommen dann auch die Lastwagen mit den Hilfsgütern in der Regel hin, mit Medizin und Wasser und Nahrung. Und das ist eine Situation, die wir natürlich wochenlang gemacht haben im Norden des Gazastreifens, wo wir natürlich Flugblätter aus der Luft geschmissen haben, SMS verschickt haben, Anrufe betätigt haben und auch vorher aufgenommene Anrufe, Millionen davon versendet haben an die Menschen im nördlichen Gazastreifen, um sie dazu zu bewegen, die Kampfzone zu verlassen, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. In Khan Yunis im südlichen Gazastreifen sind wir mittlerweile so weit, und das macht keine andere Armee, hat keine andere Armee auf der Welt, in der Geschichte der Menschheit jemals gemacht, dass man in einem Verteidigungskrieg auf der Gegenseite eine Stadt komplett in Wohnblöcke und Straßen und Bezirke aufteilt, wo man dann tatsächlich, wenn man irgendwo angreift, dass man diesen einen Wohnblock warnt, dass die Menschen sich genau von diesem einen Ort wegbewegen. Das heißt, 1 Kilometer nach rechts oder 1 Kilometer nach links oder 1 Kilometer nach vorne, aber nicht die gesamte Stadt. Das heißt, Menschen können in Khan Yunis nach wie vor in einem Großteil dieser Stadt sich von A nach B, B nach C bewegen. Da, wo wir angreifen werden, da warnen wir. Das hat auch seinen negativen Punkt natürlich aus israelischer Perspektive, dass genau diese Orte, die man warnt, dann auch die Terroristen mitwarnt, nicht nur die Zivilisten. Und das ist natürlich, macht diesen Kampf um einiges dann auch schwieriger, und deshalb zieht es sich auch hin,
weil natürlich die Rücksicht auf zivile Opfer auf palästinensischer Seite und auch die Rücksicht auf, dass wir keine Geiseln versehentlich verwunden, das natürlich lässt uns einfach auch keinen wirklichen Handlungsspielraum, sondern wir müssen sehr, sehr langsam und vorsichtig vorgehen in dieser Situation, um so präzise wie möglich nur die Terroristen und nur die Terrorinfrastruktur, soweit es geht, in diesem dicht besiedelten Raum zu eliminieren und zu zerstören. Jetzt gibt es eine Frage sehr speziell zu deiner täglichen Arbeit, wie dein Alltag aussieht als Armeesprecher, wie es bei dir abläuft, wie du diese ganzen Treffen mit den Politikern umsetzt, ob du Unterstützung hast oder ob du das alles alleine managst. Nee, ich bin keine One-Man-Show. Ich habe natürlich ein Team. Ich habe auch keinen wirklichen Alltag. Jeder Tag ist ein anderer Tag. Also gestern war ich unter anderem mit der Bundesbildungsministerin im Süden. Dann habe ich Pastoren getroffen. Dann hatte ich ein Gespräch über Zoom mit Feldjägern der Bundeswehr. Dann hatte ich ein Gespräch mit einem Weltkorrespondenten. Am Abend hatte ich noch Treffen und dann habe ich noch eine Nachtschicht gehabt innerhalb der Armee, wo viele Gespräche innerhalb der Armee stattgefunden haben. Und jeder Tag ist somit anders. Ja, also es ist, ein Tag ist komplett anders als der nächste Tag und der nächste Tag ist wieder komplett anders als der Tag darauf. Es hängt natürlich auch von Entwicklungen an, ab hier in der Region, hängt davon ab, wer auch besuchen kommt, Politik, Journalisten, Stiftungen, Bildungseinrichtungen, internationale Organisationen und so weiter und so fort. Also die komplette internationale Community, wo ich natürlich nicht nur auf Deutsch unterwegs bin, sondern ich treffe sehr viele Menschen auf Englisch und ich treffe auch auf Persisch und ich mache auch ein bisschen was auf Türkisch hin und wieder. Und so bin ich auch auf mehreren Sprachen Sprecher und das füllt meinen Tag enorm. Diejenigen von euch, die Lust haben, so ein Stück weit auch so nicht nur das Operative, sondern auch so meinen Alltag mitzuverfolgen, die können gerne meinen täglichen Podcast sich anhören, wo ich hin und wieder in letzter Zeit immer öfter, weil das bei vielen gut ankommt, wirklich auch zumindest im zweiten Teil der Podcast-Folge immer gerne auf meinen persönlichen, was ich so mache und wen ich so treffe, da ein Stück weit drauf eingehe. In den Medien wird häufig zuletzt von extremistischen jüdischen Siedlern gesprochen im Westjordanland. Kannst du auch dazu irgendwas sagen? Ja, also extremistische jüdische Siedler gibt es ja, das gibt es, das sind einige tausend, aber es ist jetzt nicht das Hauptproblem, das wir jetzt da im Westjordanland haben, sondern Hamas und Islamischer Dschihad sind zwei Terrororganisationen mit Zehntausenden Terroristen und nicht nur Hamas und Islamischer Dschihad, es gibt auch andere Gruppierungen, die bewaffnet sind, die natürlich alles daran setzen, nicht nur Terrorattacken durchzusetzen, sondern auch dort die palästinensische Autonomiebehörde früher oder später zu stürzen. Das heißt, im Antiterrorkampf, wo wir natürlich als israelisches Militär in erster Linie unterwegs sind, das ist unser Fokus. Dass es bestimmte Medien gibt und bestimmte Politiker, die komplett den Terror ausblenden und nur den Fokus auf einige tausend radikale Juden legen, das lässt bei diesen Menschen sehr, sehr tief blicken. Damit will ich nicht irgendwie verschönern oder verniedlichen, dass diese paar tausend Siedler, das sind ja auch Juden, die einfach dort wohnen, weil dieser Bereich natürlich größtenteils nach den Oslo-Verträgen halt ein Ort ist, wo sowohl Juden als auch Araber leben, wie die B-Gebiete zum Beispiel, die gemischt sind, wenn ihr so wollt. Und solange es nicht zu einem neuen Friedensvertrag kommt, der von palästinensischer Seite auch mit einem Ja angenommen wird, das haben sie jedes Mal versäumt, haben Juden auch Recht, dort in einem Großteil der Gebiete zu leben. Und deshalb ist überhaupt, dass aus der Sicht von vielen Europäern insbesondere, dass Juden überhaupt in Judäa und Samaria leben, dass das schon in den Augen von vielen ein Verbrechen ist, ist natürlich gegen die Oslo-Friedensverträge. Und das ist einfach nur antisemitisch und nichts anderes. Und man macht aus einer Fliege oft einen Elefanten, wenn es um jüdische Menschen gibt, die in Judäa und Samaria hier oder da sich vielleicht mal daneben benehmen oder tatsächlich teilweise auch wirklich mit Terroristen gleichgesetzt werden können, mit ihrer Art und Weise, wie sie vorgehen dort vor Ort, wo natürlich das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst sich auch damit beschäftigen, parallel zu dem Terror, dem wir in erster Linie ausgesetzt sind natürlich,
Hamas Islamischer Dschihad. Die Bundesregierung hier in Deutschland hat seit dem 7. Oktober vermehrt Verbote ausgesprochen, zum Beispiel Samidun und auch erst jetzt gegen die Hamas. Wie kann das deiner Meinung nach sein, dass die jetzt erst auf die Idee gekommen wurde, solche Terrororganisationen hier in Deutschland zu verbieten? Weil Deutschland eine offene Demokratie ist, wo man eigentlich, wenn sie können würden, nichts verbieten würden. Ja, es geht gegen den Gedanken wahrscheinlich oder der Freiheit. Und Meinungsfreiheit ist wahrscheinlich auch, dass so eine Organisation sich anscheinend auf deutschem Boden festsetzen können und dort ihr Zeugs machen können. Und jetzt ist natürlich der 7. Oktober passiert. Das hat einen anderen Blick geworfen auf die Hintermänner, auch in Deutschland, in dieser Organisation. Und das ist das einzig Richtige, wenn man eine freie Gesellschaft, wenn man eine Demokratie stärken möchte und beschützen möchte, dann muss man derartige intolerante, menschenfeindliche Terrororganisationen nicht nur verbieten, sondern sie auch aktiv bekämpfen. Und das ist eine Sache, wo Deutschland hoffentlich in den nächsten Jahren ein Stück weit auch mit der Peitsche vorgehen wird und nicht nur mit Zuckerbrot, weil Zuckerbrot funktioniert nicht immer. Wie schafft es Israel, all die Menschen zu versorgen, die aus grenznahen Bereichen evakuiert wurden? Und was bedeutet es im Alltag, dass Ärzte, Handwerker und andere jetzt nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können? Ja, Ärzte, Handwerker, Kellner, Uniprofessoren, alle möglichen, die natürlich ihrer Arbeit nicht nachgehen können, ist natürlich schwierig für die Wirtschaft, ist schwierig für den Tag ein, Tag aus. Aber wir managen. Wir managen, weil das übergeordnete Ziel derzeit wichtiger ist und natürlich wir alle mit den Gedanken bei den Geiseln sind. Und das ist jetzt gerade viel wichtiger als alles andere. Mit den Evakuierten ist so, dass der Staat sie natürlich in vielen Hotels angesiedelt hat, auch im Zentrum des Landes, auch in Eilat, sie dort versorgt werden. Das ist alles auch schwierig, aber zumindest im Vergleich zu anderen Gegenden wie im Gazastreifen oder Libanon, wo Menschen entweder von alleine sich evakuieren oder wie auch immer dort eigentlich gar keine Unterstützung bekommen. Ja? Also die Hisbollah oder die Hamas oder die Islamische Dschihad tun nichts für ihre eigenen Menschen. Im Gegenteil, sie benutzen sie als menschliche Schutzschilder. Bei uns ist es so, dass wir uns um unsere Menschen kümmern, um auch diese humanitäre Katastrophe in Israel zu managen, dass die Menschen warme Mahlzeiten bekommen, duschen können und auch diese Zeit überleben können. Selbst mal lieber, ich kriege hier schon Anrufe von der Armee. Ich muss demnächst weitermachen. Also gerne noch eine Frage zum Abschluss und dann muss ich hier schon wieder weiter. Verzeihung. Ja. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt. Ja. Wie verarbeitest du all die grausamen Dinge, die du in den letzten Wochen gesehen hast? Und dann würde ich die Frage noch anschließen, was dich motiviert, jeden Tag wirklich teilweise, wie du sagst, 19 Stunden auf den Beinen zu stehen und diese wichtige Arbeit zu machen, die du jeden Tag vollbringst? Wie verarbeite ich? Ich denke, ich habe sehr viel gesehen. Ich versuche nicht zu viel darüber nachzudenken, sondern einfach nur weiter geradeaus und vorwärts zu gehen. Und das hat mit der zweiten Frage auch zu tun. Im Endeffekt bin ich motiviert, weil in dieser Situation ich weiß, dass einerseits natürlich die Menschen, die ermordet wurden oder die in Geiselhaft geraten sind, dass ich es ihnen schulde, dass ich in ihrer, dass ich ein Stück weit ich fühle mich verpflichtet ihnen gegenüber. Das natürlich auch als Offizier der israelischen Armee, aber auch als Staatsbürger hier dieses Landes, wo wir natürlich von unserer Kultur und unserer Wertegemeinschaft in einer Situation sind, wo wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle für einen, einer für alle, das ist in diesen Krisenmomenten, gerade im jüdischen Volk, ist das eine Sache aufgrund unserer Leidensgeschichte natürlich ganz, ganz tief verwurzelt. Und genauso bin ich. Ich will da sein für diese Menschen. Ich will kämpfen für diese Menschen. Und wenn 19 Stunden nicht reichen, dann gerne 20 Stunden. Und wenn es sein muss, werde ich auch mit meiner Uniform schlafen gehen und ich werde mit meiner Uniform duschen. Und ist mir alles egal, weil ich natürlich überhaupt es nicht gemütlich haben möchte. Und ich habe auch keine Lust, mich auszuruhen, solange hier Freunde und Familie von Menschen hier in meiner Nachbarschaft und in meinem gesellschaftlichen Rahmen, sage ich jetzt mal, in irgendwelchen Terrortunneln gefangen gehalten werden und wer weiß, was ihnen dort angetan wird.
Vielen, vielen Dank, Ari, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir schicken dir ganz liebe Grüße aus Düsseldorf oder wo auch immer unsere Teilnehmer hier sind, über 200. Vielen, vielen Dank für so viele Leute, die hier teilgenommen haben. Das zeigt, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist und da war. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ja. Alles Gute. Shalom aus Israel. Vielen, vielen Dank auf meiner Seite und hoffen wir, dass die Geiseln bald freikommen. Wir werden unterstützen, wo wir können. Wir stehen mit euch. Ihr seid nicht allein. Danke. Ciao.